Really? Theologisch problematisch finde ich, dass man Aussagen trifft, als ob sie sicher seien. Krass, ey, dass sie das so sehen kann. Why you cry? Wir haben heute aus Indonesien jemanden eingeladen. Sie nennt sich dort Spiritual Teacher. Sie macht so eine Art Energie-Reading. Sie liest die Energie von Leuten, ohne dass sie sie kennt. Es wird auf jeden Fall spannend und dem gehen wir heute nach. Ich bin Lukas Klaschinski, Psychologe. Ich glaube, viele Psychologinnen und Psychologen halten so Energiearbeit für Hokuspokus. Für manche Techniken braucht es auch schon stabile Persönlichkeiten. Hey, mein Name ist Ender Cetin. Ich bin Imam. Das ist schon sehr interessant für mich, wie man auch außerhalb unserer Religion mit Energieformen umgeht. Ich bin Sophie und ich bin YouTuberin. Ich finde, bei solchen Sachen muss man immer ein bisschen skeptisch sein. Wo kommt das her? Letztens war ich beim Holotropen atmen. Da ist mir tatsächlich ein krasses Trauma aufgerissen. Und ich habe dann 3 Stunden durchgeheult. Und geschrien. Was hast du? So, I would like you to write down your full name, the name that you born with, date, months and years. Also ich bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Exciting. Just close your eye and connect with your energy. Gefährlich wird es für mich halt, wenn Menschen versuchen, das zu missbrauchen. Für Geld, für Macht. Es gibt einen Gefahrenbereich, wenn sie jetzt viel suggeriert, dann richten wir auch unsere Aufmerksamkeit Dinge, die eigentlich keine wirkliche Relevanz haben in unserem Leben. Was ich auch noch als gefährlich sehe, es gibt Erlebnisse, die sind so schmerzhaft, dass wir uns im Hier und Jetzt nicht mehr daran erinnern. Dann gibt es bestimmte auslösende Reize, die können die hochholen und das muss dann eigentlich richtig aufgefangen werden. Und ich weiß nicht, ob sie das macht, falls das passiert. Ich habe über Jahre meine Psyche einfach komplett weggeschoben. Ich habe mich da nie intensiv mit befasst. Ich war nie in der Therapie. Ich hatte auch ehrlich gesagt nie krasse Höhen und Tiefen. Das war einfach ein Abwehrmechanismus, weil ich einfach eine ganz lange Zeit lang es geschafft habe, meine Gefühle komplett zu blockieren. Ich habe aktuell so relativ viele Struggles mit so krassen Anxiety-Attacken und Momenten, wo es mir so komplett zu viel wird. Bin dann wirklich vor so einem Riesenberg und kann mit den Gefühlen gar nicht umgehen. Junge Menschen kämpfen am meisten unter einem Erfolgsdruck, unter einem Druck, irgendwie auszusehen. Du siehst einfach, egal in welchem Alter, auf Social Media 1000-mal erfolgreichere Menschen als du und fühlst dich dann einfach sofort unter Druck. Ja, dann perlu terlihat juga ada terlihat. See, so that you kind of like alone, you feel like a lot of responsibility and pressure. When you free yourself from this situation, you know who you are truly. Das stimmt. Ich fühle mich alleine. Ich habe das Gefühl, ich habe sehr viel Druck von der Außenwelt. Das kombiniert ist alleine Druck. You said that I have to get more in line with my spirituality. Yes. How do I do that? Meditation. Maybe you need to find a great teacher, and then after that you help yourself, and then trusting your inner guidance. You need to understanding your like where I want to go. You know? Ich werde jetzt auf jeden Fall vom Rückweg googeln spiritueller Lehrer, ob es das gibt. Und wie viel das Ganze kostet. When people have the Ajna Chakra, they have also like psychic powers. If you believing that you have that, you will find it. Really? Okay, cool. I mean, das ist natürlich cool. Wenn ich das könnte, ich finde es cool. Ich glaube da auch dran, dass das Leute können. Untuk Sophie, terlihat masih dalam bentuk pencarian dirinya dia, ya. Jadi masih banyak berlatih ke depan supaya lebih mengenali diri dan dengan tujuan hidupnya dia. Also ich sehe mich nicht als Heiler. Ich sehe mich als Begleiter. Das, was von den Propheten an uns überliefert wurde, sind Methoden, wie wir uns besser fühlen können. Allah ist für uns letztendlich der Heiler. Also es gibt ja die Theorie auch im Islam, dass Informationen von Dschinnen eingeholt werden kann über eine Person. Ich weiß selber als Imam nicht mal, was ich davon halte. Theologisch problematisch finde ich, dass man Aussagen trifft, als ob sie sicher seien. Dabei sind sie nicht sicher. You have a lot of good energy. Often at the time, people not putting you at first. This is make you like step back. But you need to understand, even in that thing, you still powerful. Deswegen finde ich das auch wiederum gut. Diese Begleiter in dir steckt das und das drin. Das muss man erstmal ja erwähnen. Vielleicht hatte ich bisher noch niemand, der mir das gesagt hat. So, die Hände mit der Lepasse, yeah. You need to really work on your deep grief. That is happening in the past. You know what is this, right? I don't know. Meines Erachtens stimmt das nicht. On the 2026, you already find your true identity.
in 2 years. Yeah. Da habe ich abgeschaltet, weil ich nur der Meinung bin, dass Allah weiß, was morgen passiert. Islam heißt ja Hingabe. Hingabe heißt, es ist egal, was morgen passiert. Ich gebe mich trotzdem Gott. Ja, ja, kita memahami. Maaf kalau dari Muslim memang tidak percaya hal seperti ini ya. Tapi yang disampaikan adalah apa yang terjadi saat sekarang dan apa energi yang terbaca saat sekarang. Dan energi itu bisa membantu mengarahkan dia tentang solusi-solusi yang akan dia bisa bantu, dia bisa dibantu. Any other question? Maybe my wife, she is a little bit sick. She has some problems with her organs. You want also to read for your wife? Okay. Yeah. Her sickness is not only physical, but she have a lot of emotion baggage. She need to find peace with the situation, so not feel guilty. You need to help her, because you have that energy. Wenn ich in eine Moschee gehe und einen Imam nach meinem Problem frage und er sagt mir, geh 5-mal am Tag beten, kann es mir helfen, aber es kann mir auch nicht helfen. Wenn man das aber so macht, in dieser Form, kann es mir mehr helfen, aber es muss halt im Rahmen bleiben. Auch bei der psychischen Gesundheit spielt natürlich Glaube eine ganz große Rolle. Du brauchst was Höheres, wenn du durch bestimmte Phasen durchgehst, die schwer für dich sind. Diese Frage, gibt es da noch was, die tragen fast alle in sich. Letzten Endes ist in der Psychologie immer ein besseres Gefühl das Ziel, dass jemand in seiner Umwelt besser agieren kann. Wenn es da einen Aspekt gibt, der mir für mein Wohlbefinden weiterhilft, warum nicht mal ausprobieren? Aber auch immer bei sich bleiben und zu gucken, hey, wie empfinde ich das wirklich? Einer meiner stärksten Gefühle war immer Wut. Ich habe das gemerkt, wenn ich in Polizeikontrollen angehalten wurde. Ich habe schon gemerkt, irgendwo ist da eine Wut, die einfach nicht so 100% in die Situation passt. Dann ist es nicht daran, dass ich... So you have very a bright color of a blue, which is mean that you have very strong characters. Often at the time, people misunderstanding your power. Das kann ich auf jeden Fall bejahen. Und das hat auch natürlich in der Vergangenheit manchmal dazu geführt, dass ich angeeckt bin. You need to be aware that is some red colors in your energy, which is mean a sign that you have emotion deep down there. Das muss wahrscheinlich meine Wut sein. Wut als Energie ist ja eine Energie, die klar sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn du weiter gehst, dann wird es was geben. Mir hat total geholfen, meine Themen, die ich habe, wirklich anzugucken. Wenn ich mich meinen Gefühlen stelle, brauche ich nicht mehr weglaufen und habe auch nicht mehr so viel Stress. Und meine Wut hat mich nicht mehr im Griff. From the colors of energy, you have also green, which is mean that you have a healing power. Use this healing power to support other people on their journey. Why you cry? I felt touched by the words. She said and you translated. Das hat mich schon sehr berührt, weil das sehe ich als eine meiner Lebensaufgaben, wenn man für andere Menschen das Leben ein Stück besser machen kann. Mir sind auch in dem Moment die Tränen gekommen, weil es einfach so direkt ins Schwarze war. Und da dachte ich auch so, krass, ey, dass sie das so sehen kann. Respekt. Es gibt verschiedene Therapietechniken, die arbeiten mit Techniken aus Fernost. Eine Technik, die wir alle kennen, ist Achtsamkeit. Das heißt, hier sein, präsent im Moment. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil ich sonst nicht wahrnehme, was passiert. Egal, wie viel wir über Mental Health und so weiter reden, es ist einfach noch nicht da angekommen, wo es sein sollte. Und das, was im Westlichen fehlt, ist sehr oft das Spirituelle unter den Therapeuten. Ganz fernöstlich spielt manchmal das aber dann doch zu wenig eine Rolle. Und ich glaube, die Verbindung zwischen beiden ist die Wirkung. Vieles, was Sie gesagt haben, stimmte halt voll. Hätte ich jetzt eine These aus Anatolien gebracht, die hätte mit dem Kaffeesatzlesen wahrscheinlich Ähnliches gesagt. Ich frage mich halt gerade so, ob die Lesungen alle so positiv sind, ob die die so ein bisschen so weichschmeicheln. Ich glaube, sie kann dabei helfen, mal einen kurzen Moment das Leben anzuhalten und zu reflektieren, wo stehe ich gerade. Und da kamen schon interessante Fragen. Aber diese interessanten Fragen können auch in anderen Kontexten kommen. Und trotzdem habe ich mich bei ihr wohlgefühlt, ganz persönlich. Und das ist was Gutes, denn wir alle gehen ja auch mit einer Angst durchs Leben. Und wenn wir Rückenwind bekommen, tut das unglaublich gut auf dem Weg.